So, okay, dann begrüße ich alle zu diesem Panel zum ästhetischen Denken, bei dem uns von Architektur, Narratologie und Film leider nur noch die Architektur übrig geblieben ist, weil die Kollegin Johanna Risse leider kurzfristig absagen musste aus gesundheitlichen Gründen. Das war ziemlich dramatisch, deswegen war das erst vor kurzem 15 Minuten. Daher konnten wir keine Änderungen mehr machen. Also wird in diesem Panel nur Martin Buss sprechen. Aber dafür gibt es dann sozusagen keine zeitlichen, fast keine zeitlichen Einschränkungen. Also wir können viel diskutieren. Und ich freue mich, Gerhard Martin Buss vorstellen zu dürfen. Nur kurz an dieser Stelle. Er studierte Architektur an der Leibniz-Universität Hannover und der AC in Hamburg. In Folge arbeitete er als Digital Artist an der Erschaffung medialer Welten. 2014 promovierte er über die virtuellen Kontexte der Globalisierung anhand der Vereinigten Arabischen Emirate. Nach Tätigkeit in der Projektentwicklung entwirft, forscht und lehrt er an der HCU sowie als freier Architekt und Creative Director. Wir freuen uns dann auf seinen Beitrag. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken, wie ich das hier eingeben kann. Immer Technik. So, ich denke mal, das funktioniert, ne? Das sieht man. Sehr gut. Ja, dann hallo und einen schönen guten Tag. Und erst einmal vielen Dank für die Gelegenheit bei diesem doch sehr spannenden und an so zahlreichen inputreichen Konferenz teilzunehmen und zu sprechen. Wie schon gesagt, mein Name ist Martin Burs. Ich bin Architekt und Digitalkünstler in der Kurzfassung. Beides in der Praxis, aber vor allem in der theoretischen Reflexion über die Zusammenhänge von realer Raumschaffung und den Relationen der geistigen Weltbildung im weitesten Sinne, die dahinter liegen. In meinem heutigen Vortrag widme ich mich dem Thema der virtuellen Kontexte. Das ist ein Konzept, virtuelle Räume als Ursprung ästhetischen Denkens und Handelns, fundiert erkenntnistheoretisch zu kartografieren. Dies fußt im Wesentlichen auf meiner Forschung zu dem Verhältnis zwischen Medien und Architektur, am Beispiel der Vereinigten Arabischen Emirate, und der daran anschließenden Theoriebildung zwischen dem Verhältnis objektiver Phänomene und subjektiver Wahrnehmung und Gestaltung, die ich, wie gesagt, in einem zusammenhängenden System der virtuellen Kontexte formuliert habe. Der Begriff der Virtualität ist dabei nicht zu verstehen als irgendwas im Computer oder irgendwie digital oder sowas, sondern als eine vereinende Relation von unterschiedlichen ästhetischen Manifestationen, die sich zwischen Objekten und Subjekten in ihrer Sinnstiftung Wirkung beschreiben lassen. Virtualität als Begriff kam Anfang des 20. Jahrhunderts schon mal auf, und zwar im Rahmen einer Theaterkritik, wo quasi der Begriff des Virtuellen verwendet wurde, um die Systematiken hinter den Geschehnissen auf der Bühne zu beschreiben, also quasi das, wie etwas als Erscheinung wirkt auf den Betrachter. Mein Vortrag heute ist eine Art Zusammenfassung dieser doch sehr breit gefächerten Arbeit, und daher würde ich eher so eine Art Überblick geben, als wirklich tief in die Details einzusteigen. Aber dadurch, dass ich quasi 2 Stunden füllen muss, nein, werde ich versuchen, an so ein, zwei Stellen dann doch so ein bisschen die oberflächliche Ebene zu verlassen. Der Ursprung meiner Forschung ist das Verhältnis zwischen Medien und Architektur, die, obwohl manche das sagen, beileibe kein Gegensatz sind oder irgendwie Unterschiede in großen Sachen, sondern mittlerweile eng zusammenhängen und verschmolzen sind. Zu einem Media-Architecture-Komplex könnte man sagen, wie es auch der Medientheoretiker Scott McNair einmal bezeichnete. Ein schönes Beispiel für diese Wechselwirkung, dieses Komplex, ist die Elbphilharmonie in Hamburg.
das habe ich mal mitgebracht, sozusagen hier das Bild. Und was wir auf diesem Bild sehen, ist das Präsentationsrendering, was damals dem Senat vorgestellt wurde und nachdem der Senat gesagt hat, das wollen wir haben. Ja, also es ist gut belegt, dass neben den ganzen Kostensachen und sowas eigentlich dieses Bild den Ausschlag gegeben hat, dass man gesagt hat, ja, das bauen wir. Und zwar nicht nur wegen des Entwurfs des Gebäudes, den man darauf sieht, sondern vor allem wegen dem bildlichen Kontext. Ja, also dem, was im Bild erscheint, neben der Architektur, was sich irgendwie, was immer das auch sein mag, in die Selbstdarstellung oder das ersehnte Selbstbild von Hamburg einpasst. Also wo man als Hamburger Senator oder sowas sagt, so ja, das ist Hamburg oder so soll Hamburg sein. Also bildlich betrachtet diese Verbindung zwischen Wasser, Hafen, Himmel, ja, aber metaphorisch gesehen vor allem diese Verbindung zwischen Tradition, also den alten Speicher unten, den alten Kaiserspeicher, ne, Bricks, also diese Backsteinästhetik, und dann dem Neuen, dem vermeintlich Modernen, was immer das heißen soll, das sozusagen in den Himmel, in die Zukunft wächst und das irgendwie symbolisch transformiert. Also geht es um den Sinnkontext, der sich irgendwie in diesem Phänomen des Bildes von der Architektur offenbart und von dem dann der Hamburger sagt, jo, das ist Hamburg. Oder besser, das ist das Hamburg, wie wir es sehen und wie es sich anhand dieser Gestalt, die später mal Architektur wird, in die Realität prägen soll. Das ist ein architektonisches Thema, aber vor allem ist es ein Narrativ, das erst einmal im Bild entsteht. Also Architektur nicht nur verstanden als eine objektive Form, als ein Ding, als ein konkreter Raum, durch den ich wandle, sondern als eine Verkörperung von etwas, was im Rezipienten wirkt oder wirken soll. Eine Atmosphäre, ein Zusammenhang vieler medialer und subjektiver Einzelfänomene, die aber gebündelt werden durch ein etwas auf den Betrachter und quasi ein Gefühl, einen Raum, einen Ort, man könnte sagen, eine Art Sense of Place evozieren soll. Bei der Elfi, der 1 Million teure Werbeslogan, ja, quasi Elbphilharmonie runtergekürzt auf Elfi, ist dies dann dieses eine dann halt das Gebäude, ja? Eine architektonische Ikone, eine vermeintliche reale Präsenz dieser ganzen medialen Atmosphären, die in Bildern und Massenmedien rumschwirren. Und das ist ja ein Mechanismus, wie wir es ja auch in Themenparks finden. Ne? Also hier einmal das Disney Castle, das Cinderella Castle, wo die Leute hinfahren, diese ganze Disney-Atmosphäre irgendwie assoziieren und das dann davon ein Foto machen und daran das festmachen. Das ist eine Struktur, die schon lange existiert, aber die wir auch immer mehr in den realen urbanen Räumen der Städte finden. Also ich bin hier gerade in Freiburg in der Ferienwohnung und hier gegenüber bauen die auch ein riesengroßes Quartier und in der Mitte steht natürlich ein Green Tower. Ja, auch einfach ein 0815-Gebäude, was aber als Green deklariert wird und als Ikone in der Mitte steht. Es ist also prägend für diesen zeitgenössischen Media-Architecture-Ansatz, dass Atmosphäre, das mediale Rauschen an bildlichen und narrativen Fragmenten gebunden wird an eine Ikone, meist ein Gebäude, das dann zum Stellvertreter wird für einen bestimmten Sense of Place, ein Gefühl für den Ort, das subjektiv, ob real oder durch Medien, erlebt werden kann. Diese Wechselwirkung zwischen Architektur und Medien habe ich damals in meiner Doktorarbeit, schon ein bisschen her, konzentriert erforscht. Anhand halt des Forschungsrahmens der Entwicklung der Vereinigten Arabischen Emirate, in denen bis zu der Finanzkrise 2008, das war so meine Rahmung, Projekte im Volumen von rund 1.000 Milliarden Dollar, das war damals noch viel Geld, begonnen wurden. Und zwar nicht, und das ist sehr entscheidend, finanziert aus sogenanntem Ölgeld, das war ja das Narrativ, was damals vor der Finanzkrise immer in Umlauf war, nämlich da komme ich sonst ganz platt, die reichen Scheiß mit ihrem Ölgeld und die haben ganz viel Geld so, das stimmt nicht, ja, also Abu Dhabi beispielsweise ist sehr reich, aber Dubai hat so gut wie gar kein Ölgeld, ist eigentlich sehr arm, sondern die Projekte wurden mehrheitlich finanziert von westlichen Investoren, ja, die meinten, in ein Übermorgenland zu investieren, also einen neuen globalen Fixpunkt des Lebens im 21. Jahrhundert, wo man jetzt eine Wohnung kauft, ganz blöde gesagt, und in 50 Jahren ist die, was weiß ich, viel wert. Das Besondere an diesen Emiraten in der Entwicklung war,
dass sie aber eigentlich nur als ein rein virtueller Kontext in Bildern, Filmen, Narrativen und später dann in baulichen Atmosphären existierten. Besonders definierend für die Architekturproduktion dabei war, dass dieses Übermorgenland nicht einer klaren Vision folgte, nicht einem Masterplan, der eins zu eins da irgendwie umgesetzt wird, wie es der Herrscher von Dubai später in seinen Büchern, die übrigens eine Selbstdarstellung, mitunter sehr gerne behauptete, sondern dass das in einem Feld des Wettbewerbes entstand, wo sich die Themen und Inhalte, ja, von ganz vielen architektonischen Glücksrittern, sage ich mal, chaotisch und autopoetisch bildeten. Die Architekturproduktion, also das Entwerfen von Raum, erfolgte dabei überwiegend nicht anhand realer Kontexte. Also das normale Handwerk des Architekten, wenn er ein Gebäude plant, ist ja eigentlich erstmal einen Schwarzplan machen, gucken, wie sieht die bauliche Umgebung aus, wo sind Achsen und Lücken und Höhe und all der ganze Kram, und daraus leitet man dann Sichtachsen ab und was auch immer. Das war da nicht gegeben, weil der reale Kontext größtenteils Wüste war. Oder wie hier bei der bekannten Insel Palm Jumeirah oder früher Palm Island, schlicht und ergreifend Meer. Das Referenzsystem, auf das die Architekten größtenteils zurückgriffen, war also kein physisch reales, sondern ein Referenzsystem der bildlichen Motive, der Medien, ja, der Images, Zeichen, Narrative, der Erzählungen, aller möglichen Sachen, die sie habhaft werden konnten, wo ganz unterschiedlichste Einflüsse und Themen zu einem virtuellen Kontext, einem Sinnzusammenhang gebündelt wurden an architektonische Entwürfe, verarbeitet wurden. Und das ist sehr spannend, die teilweise gar nicht realisiert wurden, also als physische Städte oder Gebäude gebaut wurden, sondern häufig rein im Bild blieben, ja, als ein abstraktes Image, das dann wiederum ausstrahlte, ich sag mal, in die Welt und im Raum der digitalen Massenmedien immer noch existiert und auch heute noch existiert. Ein Beispiel dafür, ich möchte nur kurz zwei Beispiele einmal zeigen, damit man ein Gefühl dafür kriegt, wie das da so aussah, die Architekturproduktion, ist Master City. Master City ist eine Stadt, Masterplan von Foster & Partner, ein Stadtteil besser gesagt, der in Abu Dhabi als sogenannte Ökostadt entstehen sollte. Ja, also bewusst, dass ein Modell des nachhaltigen Lebens im 21. Jahrhundert viele spannende Konzepte, ohne Frage. Aber das Besondere an dieser Stadt ist, dass sie eigentlich bis heute kaum Realität ist, sondern eigentlich nur in Bildern und Filmen liegt. Ja, dazu muss man wissen, die Master City gehört der Master-Initiative. Die Master-Initiative gehört wieder irgendeinem anderen Konsortium, was wiederum dem Erdölministerium von Abu Dhabi gehört. Die vermutlich kein Interesse groß daran haben, dass eine ölfreie Gesellschaft, sage ich mal, wie da so propagiert wird, so Realität wird. Nichtsdestotrotz kann man Tage damit verbringen, sich Werbefilme auf YouTube und Animationen und was weiß ich was anzugucken. Ja, also diese ganzen Medienformate. Und diese Bilder und Filme über Master sind höchst unterschiedlich. Sie zeigen immer eine andere Architektur aus anderen Planungsstätten, aus anderen Zusammenhängen, von verschiedenen Architekten auch. Aber doch teilen sie sich ein Grundgefühl, einen Sense of Place, der durch immer wiederkehrende Motive etabliert wird. Beispielsweise hier sehen wir Planungen zur Innenstadt von Master, die sich im Laufe des Projektes von der Architektur stark unterscheiden. Ja, links, ganz am Anfang, sozusagen die ersten Planungen, haben wir eine sehr expressive Anmutung dieser Stadt. Ja, da fahren die Schwebeautos irgendwie durch Gruben und alles sieht sehr nach Sci-Fi aus. Und später, auf der rechten Seite, haben wir eigentlich eine recht gewöhnliche europäische Fußgängerzone. Trotzdem bleibt dieser Sense of Place, diese Atmosphäre relativ konstant. Man kann es zuordnen, weil bestimmte Motive konstant bleiben. Ja? Das sind im Bild hier vor allem Motive des traditionellen Arabiens, immer gerne durch die Kleidung symbolisiert. Dann immer das Motiv einer zukünftigen Technik, also irgendwas Technoides Blaues. Das ist die Assoziationsfarbe für Technik anscheinend. Und das Motiv der Natur, die in unterschiedlichen Formen auftreten, aber als Image dadurch konstant bleiben, dass sie durch so eine dramatische Lichtgestaltung, ja, also die Zukunft scheint uns entgegen, ja, wie sozusagen in eine Höhle hinein zusammengehalten werden.
Und diese Atmosphäre wurde in weiteren Entwürfen von anderen Architekten im Wettbewerb aufgegriffen und diese Motive und das Image wurde weiter verarbeitet. Es wurden andere Formen geschaffen, andere, wenn man so will, Objekte der Architektur, aber dennoch die gleichen Atmosphären, der gleiche Sense of Place. Ja, wie hier beispielsweise beim Master Headquarter von Adrian Smith, wo auch wieder die Motive Technik, Tradition und Natur, also dieses mega technische Dachkonstrukt, dann natürlich die entsprechend gekleideten Personen und die Natur, das Wasser und das Grüne auftauchen. Oder hier bei Master Plaza auch die gleichen Motive, aber ganz stark deutlich diese Höhlenatmosphäre, dieses assoziative, wir sitzen im Dunkeln und es scheint eine Zukunft irgendwo her. Auch in zahlreichen Imagefilmen, ja, also es sind ja nicht nur Bilder, es werden ja immer gleich Filme gemacht, aller möglichen Art, tauchen diese Motive immer wieder auf. Das wird erkennbar, wenn man zum Beispiel einen solchen Werbefilm wie hier, den ersten Master-Imagefilm, nicht so als ein einzelnes Phänomen betrachtet, also als den Film, sondern ihnen seine Bestandteile, sozusagen seine einzelnen Phänomene zeigt. Also Motive und die Art, wie diese Motive erscheinen, analysiert und sie vor allem in ihrer Beziehung zueinander, ihrer sinnstiftenden Relation gegenüber dem Betrachter erfasst. Und dabei fiel deutlich auf, wie in den unterschiedlichsten Manifestationen und Medienpräsentationen doch immer wieder eine Art Remix der gleichen Themen stattfindet, die als eine große mediale Montage einen übergreifenden Sense of Place bilden, eine diffuse Atmosphäre, die sich im Raum des Digitalen durch ihre stetige Wiederholung sich als scheinbar real existierender Ort manifestiert, deren Motive sich immer wiederholen in unterschiedlichsten Manifestationen, also auch beispielsweise abstrakt im Logo von Master, das sehen wir in der Mitte, ja, diese Sonne, die aufgeht über den Erdball, sondern simulieren, da haben wir auch wieder diese Lichtästhetik. Und dadurch, dass das halt immer wiederholt wird, in unterschiedlichsten Manifestationen, sich quasi im medialen Raum als ein Etwas etablieren. Es ist dabei die Besonderheit, dass dieser Ort, diese Atmosphäre nicht etwas Neues, Zukünftiges ist, wie es ja dann immer behauptet wird, sondern dass die Referenzen, die in Architektur und Bilderzeugung aufgegriffen werden, im Falle der Emirate immer historisch tradiert sind. Es sind bekannte Bilder und Referenzen, die durch die Manifestation an unterschiedliche bauliche und bildliche Formen geremixt werden. Dieser Aspekt, den ich anhand von Master jetzt nicht weiter vertiefen will, zeigt sich prägnant an einem anderen Projekt, dem Dubai Downtown. Dabei handelt es sich um das Stadtzentrum von Dubai, das sagt der Name schon, in dessen Mitte der höchste Turm der Welt steht. Ich denke mal, den kennt jeder, das ist das Burj Khalifa. Früher hieß es Burj Dubai, dann ist Dubai in der Finanzkrise pleite gegangen und der Scheik von Abu Dhabi, der Khalifa, so heißt er, hat quasi die Finanzierung übernommen, seitdem heißt es Burj Khalifa, nur das am Rande, als Ikone sozusagen da steht. Und das Besondere an diesem ganzen Entwurf ist, dass um diese Ikone drumherum sich unterschiedlichste gebaute Eindrücke gruppieren, gebaute Atmosphären, die sozusagen baulich ein Schaubild schaffen, durch das der Sense of Place, der natürlich durch die Medien gegangen ist wie sonst was, aber der vor allem real erfahren werden kann durch Betrachtung vor Ort. Und diese bauliche Umgebung, hier so ein paar Eindrücke aus der Dubai Mall im Zentrum, die steht direkt neben dem Turm, partizipieren dabei vor allem von zwei Hauptmotiven, die zum einen eine moderne Urbanität darstellen und zum anderen eine Art Arabian Nights Fantasy, also Tausend und eine Nacht, wenn man so will. Das sind Images, die nicht neu sind, im Gegensatz zu wie es immer behauptet wird, sondern historisch tradiert. Und gerade dem westlichen Medienkonsumenten, und das darf man nicht vergessen, für den wird da gebaut. Ja, also für, ich sag mal, die Emirati, deren Häuser stehen weiter weg und sind ganz anders gestaltet, ohne diese ganze Glasarchitektur, was in den Regionen auch Wahnsinn ist, so zu bauen. Die aber halt von der Ästhetik her den westlichen Medienkonsumenten bekannt sind. Das ist zum einen das Urbild der westlichen Metropole, New York, als ein Image für einen liberalen, offenen Lebensstil. Und zum anderen dieses spezielle Bild von Arabien, was eine Kitschfantasie ist, die mit einer historischen Realität wenig in Verbindung steht,
sondern vor allem von den westlichen Orientmalern im 19. Jahrhundert imaginiert wurde. Aber nun als reales Bauwerk, ja, wie hier im Old Town, auch im Zentrum des Downtowns, gefunden werden kann. Also quasi eine imaginierte Grundlage für eine Ästhetik, die dann in einen realen Raum interpretiert wird und scheinbar historisch das verortet. Und ein Gesamtsystem aus unterschiedlichsten Eindrücken, Bildern und Atmosphären generiert, die, und das ist hier das Wesentliche, immer auf eine Ikone geprägt werden. Diese ganzen Atmosphären, die man da so laufen kann und auch erleben kann, aus viel Inszenierung und Theater, werden dabei immer mit Ausblicken auf das Burj Khalifa kollagiert. Also das taucht in jeder, fast jeder Situation immer mal so im Hintergrund auf. Das ist in die Planung eingezogen, dass man eine Atmosphäre erlebt und dann zeichenhaft sofort wieder den Turm irgendwo sieht durch irgendeinen Ausblick. Und dadurch wird da sozusagen der verbindende Link zwischen all diesen unterschiedlichen Erfahrungen und damit letztlich so gewollt, gewünscht, vielleicht auch erreicht, zu einer Ikone für dieses Übermorgenland der VAE. Und das nicht nur real als gebautes Bild, sondern wieder vor allem im Wechsel mit medialen Präsentationen. Dabei vor allem durch narrative Erzählungen, die durch sie etabliert werden. Beim Burj Khalifa ist das die Narration des Wachstums, des Risings, der persönlichen Erhebung. Das finden wir schon beim ersten Werbefilm zum Gebäude, als es das Gebäude noch gar nicht gab. Da ist eine riesige Kampagne, die hieß auch History Rising. Die ist über BBC und kann also ist über alle Kanäle so geflossen. Und der Werbefilm zeigt im Endeffekt sehr westliche Alltagssituationen, also Mann am Meer, Familie am Küchentisch und so weiter, wo sich aus all diesen Situationen Fragmente rausschälen und dann sozusagen die Silhouette des Turmes abbilden. Ja, und dadurch so in diese statischen Atmosphären der westlichen Welt, in Anführungsstrichen metaphorisch, so eine Art Rising zeigen und etablieren anhand der Silhouette des Turms. Und natürlich auch in späteren Werbefilmen für das Gebiet, wo narrativ etabliert wird, dass dieses Wachstum, dieses Rising konsumierbar ist. Dass dieser Sense of Place, dieses Narrativ, zu einem Selbstbild werden kann, in dem sich der semantische Rahmen aus all diesen Fragmenten von Medien und Architektur bündelt auf ein Etwas, eine Ikone, zusammenhängt, irgendwie als ein Kontext, als eine virtuelle Sinnzusammenhang, der sich auf das subjektive Empfinden und Wahrnehmen überträgt. Das finden wir heute ganz viel, beispielsweise wenn man aktuell guckt, Dubai und die Emirate sind wieder groß in den Medien, weil überall berichtet wird, viele ziehen dahin und die ganzen Influencer und alle verdienen wahnsinnig viel Geld und sowas. Das ist all diese Geschichten der persönlichen Erhebung, die damit verknüpft werden und die vor allem erst mediale Sachen sind, virtuelle Strukturen, die irgendwie schon geschaffen wurden, die sich aber vermutlich auf subjektives Empfinden oder auf subjektive Präsentationen übertragen. Das erhoffen sich natürlich die, die diese virtuellen Kontexte bzw. ihre Fragmente erstellen. Und das sehen vielleicht die, die diese Phänomene scheinbar objektiv analysieren und vermessen. Aber diese Wirkung, dieses Gefühl für einen Ort, die Entstehung eines Sinnzusammenhanges kann zwar evoziert, angestoßen werden, aber letztlich ist sie subjektiv. Und damit wahrscheinlich so dispers und so zahlreich, wie es einzelne Menschen gibt. Medien wirken schließlich nicht direkt, sondern werden vom individuellen Kontext jedes Einzelnen interpretiert. Jeder lebt in seinem eigenen Kontext. Jeder denkt seine eigenen Konzepte. Und das Zusammenspiel der Medien und der Räume dieser ungegenständlichen Zeichen und des strukturierten Körpers findet im Menschen statt. Ein interessanter Ansatz zur Bildung eines solchen Modells der virtuellen Kontexte liegt meiner Meinung nach in dem Aspekt, den ich gerade unter dem Stichwort Media City vorgestellt habe. Nämlich die menschliche Fähigkeit, ein kohärentes Konstrukt aus unterschiedlichen Phänomenen zu bilden. Sei es Media, wie im Film, oder physisch, wie in der Architektur, oder in einer Mischung aus beiden. Tausend verschiedene Eindrücke. Ein Film ist einfach Licht und Farbe im Wechsel, millionenfach in Abwechslung. Dennoch ist es ein Film. Ein Gebäude ist auch, besteht aus Tausenden von Details, von der Schraube bis zur Klebefalz irgendwie hier am Parkett. Dennoch ist es ein Gebäude.
verschiedene Phänomene zu kombinieren und ein Gefühl, ein Konzept, einen Sinn zu bilden. Ich gehe davon aus, dass dies der gleiche Mechanismus ist und die sich meiner These nach durch die Struktur der Medienarbeit und Struktur beschreiben lässt. Um überhaupt diese Konstrukte zu erfassen, die ich als virtuelle Kontexte definiert habe, war es nötig, den Rahmen einer rein objektiven Beschreibung von Bildlichkeit zu erweitern auf die Aspekte der Bildung von Orten und Kategorien im subjektiven Verstand. Da sich ja der Sinngehalt von Medien und auch Architektur sich erst im individuellen Verstand bildet, als eine Verbindung zwischen scheinbar objektiver Erscheinung und einem subjektiven Zustand. Also ein Modell des virtuellen Kontexts zu erstellen, mit dem sich Erkenntnis über das Zusammenwirken objektiver und ästhetischer Phänomene im Subjekt gewinnen lässt. Das führt natürlich zu der Wissenschaft des Geistes, was ein riesiges Forschungsgebiet ist, mit noch wenig abschließenden Erkenntnissen und Theorien, falls es sowas überhaupt gibt. Die entscheidendste Beobachtung der Hirnforschung, für mich zumindest, ist aber, dass wir unsere Welt nicht direkt wahrnehmen können. Das, was uns physisch umgibt, ist von so einer so hohen Komplexität bestimmt, dass es unserer direkten Wahrnehmung verschlossen ist. Ja, also wir können, platt gesprochen, die Atome um uns herum nicht sehen. Wir können auch Luft nicht sehen, obwohl das ja nichts, nichts ist. Stattdessen liefern uns die Sinnesapparate, wie Augen und Ohren, Eindrücke, die in unserem Verstand zusammen mit den Erfahrungen des Gedächtnisses zu Phänomenen kombiniert werden. Diese Phänomene bilden unsere Welt, die Welt unserer Wahrnehmung, die aber nicht die echte physische Welt ist, sondern ein Abbild, eine virtuelle Simulation sozusagen. In dieser virtuellen Welt nun sind die Phänomene nicht gleichwertig, sondern sie werden gewichtet wahrgenommen. Bestimmte Phänomene erscheinen uns prägnanter, weil unser Verstand seinen Fokus auf sie richtet und sie mit uns in Verbindung setzt. Wenn ich zum Beispiel durstig bin, erscheint mir so eine Flasche Wasser deutlicher, weil sie einen speziellen Sinngehalt für mich verkörpert, die Lösung eines spezifischen Verlangens. Ich bin durstig und trinke einen Schluck Wasser, jetzt habe ich keinen Durst mehr. Und das ist ein ganz einfacher Vorgang für mich. Aber biologisch, physisch betrachtet ist der hyperkomplex. Aber das kriege ich ja gar nicht mit. Und die Flasche selber wiederum besteht aus zahlreichen Einzelfällen, wo künstlerische, ästhetische Arbeit oder Materialarbeit reinfließt. Ne? Also irgendjemand hat die Form gestaltet, die Materialitäten, was weiß ich, hinter dem, dass da überhaupt dieses Wasser drin ist, eine ganze Produktionskette, was auch immer. Alles Ergebnisse einer kreativen Gestaltung. Und da erscheint mir das alles verbunden anhand meines Fokuses, durch den die Phänomene vereint werden, simplifiziert werden, wenn man so will, zu einer Ikone, anhand derer sich ein erwünschter Zustand manifestiert. Man könnte sagen, die Komplexität des Seins mit all seinen einzelnen Phänomenen ist geframed auf mich, auf das Subjekt bezogen, kontextualisiert. Und zwar nicht direkt, sondern als ein mögliches Ich, ein simuliertes Gegenüber, eine Ikone, in der sich erhoffte Zustände für das gegenwärtige Ich scheinbar manifestieren. Aus dieser Verbindung von Medienpraxis und der Reflexion über Wahrnehmungspsychologie und Forschung, also aus der Erforschung die Medien, zu denen ich auch Architektur mittlerweile zähle, auf eine erwünschte Rezeption hin konstruiert werden und der Beschäftigung mit der Frage, wie Medien eigentlich wahrgenommen werden, wie sich eigentlich subjektive Bilder und damit auch Weltbilder bilden, habe ich das Modell der virtuellen Kontexte erstellt, das, so meine ich, diese uneinsehbaren Strukturen des Virtuellen strukturell beschreibbar macht. Im Kern handelt es sich dabei um ein System der Komplexreduktion. Alles, wie ich es schon sagte, was uns ja als Umwelt, sei es in den Medien oder in der Architektur oder auch immer erscheint, ist geprägt von Überkomplexität. Ein Film sind 1000 Sinneseindrücke, eine Stadt auch eine Flasche sind 1000 Sinneseindrücke. Und doch bildet sich ja das Gefühl des einen Gegenübers, der einen Stadt, des einen Films, die eine Kategorie, durch die Komplexität greifbar wird. Im Modell des Virtuellen ist dies dabei erst einmal die Gleichwertigkeit aller Phänomene. Das ist sozusagen der äußere Rand,
die sich in ein Netz der Relation einbetten lassen und die über bestimmte Zugänge, die sich aus der Medienpraxis, aber auch der Wahrnehmungstheorie ableiten, ja, also wie beispielsweise einen grundsätzlichen emotionalen Zugang, einen Imagezugang und so weiter, Zeichenhaftigkeit, Narration, Mythos, immer weiter verschränken, bis sie sozusagen zusammengefasst werden können auf das eine etwas, auf die eine Ikone, die vereinen steht für diesen ganzen Komplexitätszusammenhang. Die Ikone ist dabei nicht etwas Gegenständliches, keine Form, kein Objekt, sondern es ist eine bestimmte Perspektive zu etwas, zu diesem gesamten Feld des Kontextes, zu einem Feld, zu dem sich ein Betrachter anhand der Perspektive der Ikone positionieren kann. Diesem Modell folgend ist ein einzelnes Phänomen, ein einzelnes Ding, ob physisch, geistig oder medial, eingebunden in ein Netz der Relation zu anderen Phänomenen, das bewusst oder unbewusst ein Phänomen erst Sinngehalt verleiht. Das bedeutet, dass die Struktur eines virtuellen Kontextes etwas ist, das medial in uns evoziert wird, aber eigentlich erst in uns entsteht. Etwas, das rein subjektiv ist, aber natürlich durch unterschiedliche Erzeugnisse angeregt werden kann. Es ist ein Wechselspiel von beiden Seiten, wenn man so will. Eine Wechselwirkung zwischen Wahrnehmung und Zuwendung, wo wir vielleicht all die einzelnen Phänomene eines Bildes wahrnehmen und auf uns beziehen, wie hier links in dem bekannten Bild der Allegorie der Lebensphasen, ja, was ein Bild nur Farbtupfer auf Leinwand, mehr ist es physisch betrachtet, nicht? Aber wodurch Interaktion mit unserem Verstand, ja, ein mögliches Ich wir hineinbringen und darin die Allegorie quasi unseres Lebens sehen können. Oder wie in den unterschiedlichsten Manifestationen einer gesamten ästhetischen Welt, wie rechts im Bauhaus ganz unterschiedliche Dinger, ja, die aber vereint werden durch eine vereinende Perspektive, die zurückwirkt auf einzelne Gestaltungen und wo, was weiß ich, die Schraube an einem Stuhl zusammenhängt mit einem grafischen Logo bis hin zu einem Gebäude. Diese Kontextualisierungsstruktur bestimmt demnach auch die Lesbarkeit kreativer Erzeugnisse, die im digitalen Zeitalter gerade der Massenmedien und der sozialen Netzwerke zunehmend in subjektive Zusammenhänge eingebettet sind und ihren Sinngehalt eigentlich erst über dieses individuelle In-Beziehungssetzen mit einem Kontext, in dem sie sich befinden, erzeugen. Es ist dabei natürlich zu erwähnen, dass diese Kontexte nicht perfekt sind oder so, ne? Das ist ja nur ein Modell, sondern sehr unterschiedliche Qualitäten haben können, teilweise unvollständig sind, Fragmente sind, Patchworks des Sinnbezugs, isolierte Phänomene, die in einen anderen Kontext bruchstückhaft integriert und interpretiert werden. Das ist ja etwas, was uns gerade in der Social-Media-Kultur ständig passiert, dass einzelne Äußerungen oder was auch immer, ein Fragment aus seinem Kontext gelöst wird, in einen anderen Kontext gesetzt wird. Und all das Kuddelmuddel stößt ja unsere kommunikative Wirklichkeit dann stark an. Aber wie natürlich auch solche Kontexte perfekte Bilder sein können. Ja, Kontexte, deren Künstlichkeit, deren Geschaffenheit, wie am Beispiel der Emirate, gar nicht mehr erkannt wird, tendenziell, und das ist das Bedeutende auch, empfunden als ein komplexes Weltbild auch, ja, in das subjektive Ich verlagert sein kann, sich in der subjektiven Weltwahrnehmung spiegeln und sich so scheinbar legitimieren. Das ist so die Forschung, an der ich gerade ein bisschen dran bin, die Strukturen einer digitalen Welt nicht mehr in den Kategorien medial oder real zu fassen und schon gar nicht mehr in den Kategorien eines spezifischen Werkes oder eines Objektes oder eines Subjektes oder was auch immer, ja, also die Ästhetik des Dinges, wenn man so will, sondern als ein System der individuellen Weltzugänge zu etwas, als Erkenntnismodulation über die Komplexität der Welt. Ein System, nur ein System, nicht das System, wo sich Menschen in der virtuellen Wirklichkeit anhand von Ikonen, die bestimmte Perspektiven auf das Sein und auf Lebensumfelder und auf unfassbare Komplexitäten oder sehr kleine Komplexitäten verkörpern, auf erstmal Nichtordner, auf virtuelle Kontexte als mögliche Kontexte persönlichen Seins, auf die man sich anhand der Perspektiven beziehen kann. Und wo die Erscheinungen und Phänomene in ihrer Form und Ausprägung, die uns als scheinbare Objekte entgegentreten, eigentlich gar nicht so relevant sind, sondern in ihren Strukturrelationen, die sie uns
zur persönlichen Positionierung, zum Sein quasi anbieten. Demnach, wie gesagt, die Forschung, an der ich gerade dran bin, oder aufbauen wir besser gesagt, diese Landkarte der virtuellen Kontexte, dieser Zwischendinger zwischen medial, real, subjektiv, objektiv, unserer Gegenwart zu zeichnen und vor allem in ihrer Wechselwirkung untereinander, vor allem durch ästhetisches Denken und Handeln. Das sind ja keine starren Systeme, das sind ja alles Kontexte, die sich durch den Akt der persönlichen Zuwendung in Sekundenschnelle immer ändern und auch interagieren. Also eine Wechselwirkung zwischen subjektiver, gegenstandsloser Sinnbildung und scheinbar objektiver Manifestation ist eine Struktur des Metakontexts untersuchen will. Ich glaube, dass durch diese intermediale und das reale und das subjektive verbindende Methodik nicht nur eine grundlegende Relation der sich abzeichnenden virtuellen Lebenswelt, ja, steht vor der Tür, wir sehen uns ja auch alle nicht mehr, sondern reden schon über Medien, das ist ja nur der erste Schritt, entstehen kann, sondern auch Erkenntnisse, in welcher Form auch immer, über das System Mensch und der Gestaltung von Wirklichkeit hinaus entstehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Nun haben wir, wie schon angekündigt, sehr viel Zeit für die Diskussion. Also wir können uns auch tatsächlich Zeit nehmen. Und ich möchte alle Zuhörer auch dazu auffordern, nochmal, wenn sie sich melden, dass sie auch ihr Bild einschalten, dass Herr Burs sie auch sieht. Das ist viel einfacher, zu jemandem zu sprechen, wenn man zumindest sein Bild sieht, als wenn man einfach nur in den Rechner hineinspricht. Aber es ist natürlich auch möglich, eine Frage schriftlich in den Chat zu schreiben. Also wir haben hier mehrere Optionen zur Verfügung. Nein, da meldet sich niemand. Dann mache ich einfach mal den Aufschlag. Und zwar, also ich komme aus einer sehr anderen Schule, und zwar von der Bauhaus-Universität und dem Medienbegriff dort und auch dem Media-Architecture-Zugang, den ich natürlich nur so peripher kenne, weil ich an der Fakultät Medien promoviert habe. Aber da ist sozusagen der Ausgangspunkt, dass natürlich Architektur und Medium nicht getrennt sind, weil Architektur ein Medium ist. Ja. Und ein Medium, das die Wahrnehmung prägt, das Denken, das Verhältnis zum Raum, also ist ein Raummedium, ein Zeitmedium, ein visuelles Medium etc. Also es gibt gar keine sozusagen Erfahrung, die nicht mediiert ist. Es gibt keine Wahrnehmung, die nicht mediiert ist. Und deswegen müssen wir nicht von Medien einfach nur als jetzt den Bildern im Internet oder so sprechen, sondern dieser Raum ist natürlich ein Medium, genauso wie der Monitor, vor dem wir sitzen. Und in diesem Kontext habe ich bei Ihnen, als Sie den Begriff Simulationen verwendet haben, habe ich bei den Beispielen eher also an eine ganz andere Verwendung gedacht, nämlich bei Jean Baudrillard, der Simulation. Und zwar schien mir das genau sozusagen ein perfektes Beispiel, Dubai, von dem, was er bezeichnet hat als die Referenzlosigkeit der Bilder und als die Hyperrealität. Also dass da eine Stadt aufgebaut wird, die sozusagen überhaupt gar keine Referenz hat, was die Landschaft angeht, die klimatischen Bedingungen, dass das Ganze eine Wüste ist, welche Art von Architektur es da schon gibt. Ne? Nicht viel, schätze ich, aber es gibt da, wir hatten das kurz erwähnt, es gibt schon auch Architektur, welche Art von Pflanzen ist da, ne? Und so weiter und so. Also dieser Kontext, der da ist, mit dem man irgendwie umgehen muss, ne? Was sozusagen der normale oder der übliche, die übliche Art und Weise wäre, wie jetzt mit im Städtebau, in der Urbanistik oder in der Architektur umgegangen wird. Und das wird hier aber sozusagen komplett ausgelöscht. Ne? Man hat ein leeres Blatt, diese Landschaft wie zu einem leeren Blatt.
und auf denen wird etwas projiziert, was, wie Sie schön gezeigt haben, einfach westlich geprägte Ikonologie, Architekturen aus völlig anderen Kontexten, ne, aus völlig anderen mit auch so anachronistisch, ne, was historische jetzt Architektur angeht. Man könnte sagen, auch sehr sozusagen kolonial, ne, also aus postkolonialer Sicht wäre das ein strahlendes Beispiel dieser Dominanz des westlichen Blicks auf andere Bilder. Und da in dem Kontext würde mich interessieren, also erstmal sozusagen, ob Sie da nicht einverstanden mit dieser Zuordnung zu dem Simulation, zu dieser Art von, wie man das begreifen könnte, als Simulation. Aber auch, was mich jetzt aus dieser medialen Sicht interessieren würde, ob es da nicht auch sagen Brüche oder Störungen gibt in dem, was dort jetzt entstanden ist in Dubai, wo plötzlich genau diese Hyperrealität irgendwie also gestört, unterbrochen wird, ne, wo es plötzlich eine andere Erfahrung generiert wird, ne, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, etwas nicht funktioniert oder das überhaupt keinen Sinn macht, dass da etwas entsteht in dieser Stadt, was dann nicht hineingehört, ne, oder wo genau diese Illusion sozusagen gebrochen wird, ne, aufgrund eben der Materialität der tatsächlichen, faktischen Bauleistung und der Erfahrung, ne, die die Menschen dort haben. Oh, Entschuldigung. Der Sensor hier, der Lichtsensor geht immer aus. Ne, also sozusagen, wo das Virtuelle und Reale, wo das Reale plötzlich einbricht. Ne, und da fand ich interessant diesen kleinen Hinweis auf, okay, die Scheichs, die wohnen wo ganz anders und das sieht ganz anders aus, wo die Leute wohnen wollen. Ne, das sind keine Glasfenster, natürlich nicht bei 45 Grad Hitze oder so macht man so etwas. Also das würde mich interessieren, so diese Störmomente. Ob es die da gibt. Und dann fände ich noch interessant, ob Sie sich damit beschäftigt haben, sozusagen historisch solche Art von Städteentwicklung. Ne, ich habe an sowas wie Brasilia gedacht. Ne, das ist ja nicht sozusagen das erste Mal ist, dass in Dubai das so vorgegangen wird, dass man sozusagen auf einem leeren Blatt einfach etwas projiziert, völlig unabhängig von den jeweiligen, von dem Ort eigentlich, wo es stattfindet und eine neue Stadt der Zukunft entwirft. Und sozusagen dieses als modernistische Idee, aber vielleicht noch weiter zurückreichend, keine Ahnung, das wäre so sozusagen aus der Architekturgeschichte, ob Sie das interessiert hat oder sich damit beschäftigt haben. Ja, erstmal vielen Dank. Ich antworte jetzt einfach direkt drauf. Ne? Oder, ja. Vielen Dank für die spannenden Fragen. Erstmal gehe ich kurz auf den Medienbegriff ein. Das ist absolut richtig, was Sie sagen. Ich habe mir nur angewöhnt, immer, weil ich in all meiner Arbeit sehr interdisziplinär bin, dass ich am Anfang das ein bisschen aufdrösel mit den Medien und den Raum, weil tatsächlich gibt es bei vielen auch im universitären Umfeld, die jetzt nicht aus der Medientheorie oder so kommen oder aus der Bildtheorie, schon diese Trennung. Also es ist mir immer wieder aufgefallen, dass man sagt, ja gut, aber es gibt auch das objektive, physische und dann gibt es diese Welt da. Das sehe ich nicht so, aber ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man das am Anfang nochmal deutlich macht, dass man nicht da weggeht. Zweitens, was Sie Baudrillard beschrieben haben, der hat ja, meine ich, auch den Begriff des Simulacrums geprägt und das ist ja das, was wir da eigentlich sehr stark auch finden. Also das ist ja eine Hyperrealität oder eine referenzlose Hyperrealität, die aber gar nicht mehr als solches erkannt wird. Ja, also ich sage es mal so, man geht da ein Stück weit, oder ich meine, wenn man sich akademisch darüber austauscht, sieht man das natürlich und sagt so, naja, das sind Referenzen und keine Ahnung was, aber ich glaube, in einem allgemeinen Bewusstsein ist dieses so, man fährt da hin und sagt so, naja, so ist Arabien, ne, als Beispiel, wird das in seiner Konstruiertheit gar nicht erkannt in vielen Bereichen. Beispielsweise, ich hatte eben das Image der Palme, ne, Palm Island. Dazu muss man wissen, die Palme ist nicht heimisch da. Ja? Also das, die existiert da eigentlich gar nicht. Das erwartet man als wahrscheinlich als Tourist oder so, ne? Palme, Tourismus, Strand. Und die muss mit viel Aufwand, ist die da versucht worden anzubauen. Mittlerweile werden die wahrscheinlich, glaube ich, alle 2 Jahre mal ausgetauscht, weil die gar nicht da stehen können. Und weiß der Geier. Also das ist ein Simulacrum als solches, was aber vielleicht gar nicht mehr so gesehen wird. Und das berührt schon gleich die Frage nach den Brüchen und den Störungen. Also ich habe damals in meiner Arbeit bewusst, in meiner Doktorarbeit jetzt bewusst nach diesen Brüchen gesucht. Also ich habe die schon in den Entwürfen gesucht, indem ich nicht den Entwurf eines Architekten als den Entwurf gesehen habe, sondern genau aufgedröselt habe, okay, ich betrachte nur die Bilder, nur die Texte, nur die Medien, also die einzelnen Ebenen und zwischen den Ebenen
zeigen sich schon Brüche. Ja, also zwischen dem, was ein Plan zeigt, was ein Bild zeigt und was ein Architekt in irgendeiner Zeitung darüber kommuniziert, das muss nicht das Gleiche sein, ne, obwohl es verkauft wird dann als der eine Entwurf. Und vor allem habe ich mir natürlich auch angeguckt, wie diese visualisierten Welten vor Ort eigentlich sind. Ja, also was da die Brüche sind. Und das fängt bei ganz kleinen Sachen an, wo man einfach merkt, in der Duan Royal, so eine luftige Atmosphäre lässt sich gar nicht schaffen. Dann hängen plötzlich überall irgendwelche Technikelemente so, die das alles irgendwie kaputt machen, aus einer bildlichen Sicht. Oder irgendwelche Stützen, die noch eingezogen werden müssen. Und natürlich zu solchen Aspekten, dass sozusagen die Versandung beispielsweise in Dubai so enorm ist, ja, dass wenn man das irgendwie ein Jahr lang nicht jeden Tag da die Fenster putzen würde, wäre überall Sand. Das ist ja auch, um das mal kurz aufzugreifen, ein Thema, was nach der Finanzkrise aufgegriffen wurde, als plötzlich dieses Narration, dieses History Rising, ne, also dieses ganze Überdrehte, ja, als das in das Gegenteil gekippt ist. Also nämlich alles geht irgendwie unter. Da gab es plötzlich auch Computerspiele wie Spec Ops The Line oder sowas, wo so, die in einem Dubai spielen, was komplett von Wüstensand überdeckt ist und noch die Ruinen des Luxus hat. Also so ein Narrativ kann kippen. Und da wurden auch die gleichen Motive verwendet, halt mit einem anderen Mythos, wenn man so will. Es ist aber bei all diesen Brüchen, ja, die da sind, man sieht sehr stark den Drang, die zu überdecken. Ja, das ist zum einen, wie gesagt, darin, dass die klimatischen Bedingungen versucht werden, wegzudrücken, wo es geht. Also wenn man beispielsweise mal im Sommer in Dubai ist, da ist es 50 Grad bei 95% Luftfeuchtigkeit. Das ist anstrengend. Trotzdem hat man natürlich diese offenen Terrassen, als wenn man am Mittelmeer, ja, wo man im Restaurant sitzt. Und man sitzt dann rundherum draußen, umgeben von Klimaanlagen. Also um jeden Tisch stehen 5 so Klimaanlagen, die quasi die Außenluft klimatisieren. Das sind alles so diese Brüche und natürlich die traditionelle arabische Architektur, die es ja auch gibt. So auch in dem Bereich nicht so stark, weil die Geschichte der Emirate ist ein bisschen uneinsichtig, das muss man so sagen. Hat natürlich Museumswert, ein Stück weit wird nach vorne gestellt, aber so die Lebensweise mit der Natur, wie es ja auch die Emirate durchaus pflegen, die findet halt absolut im Hintergrund statt. Also wenn sie sich beispielsweise die Villen der Scheiks angucken, die haben teilweise gar keine Fenster. Mhm. Weil ich habe mehrere Architekten mal begleitet in den Emiraten, die für Scheiks bauen wollten und die hatten dieses westliche Dogma, ne, was macht man, wenn man Gebäude plant? Fenster, Licht, Licht, Licht. Mhm. Ja, das ist im Norden so drin einfach. Das wird auch nicht hinterfragt und dann, dass das gut ist. Aber natürlich in den Breiten guckt man auch, was weiß ich, ein Gebäude, was zu 40% aus Fensterflächen besteht und denkt, oh Gott, weg mit der Sonne bitte. Ne? das dazu. Aber jetzt kurz zu den Brüchen. Wenn ich nur ganz kurz sage, ich hatte genau die Assoziation mit der Höhle, ne, wo Sie gezeigt haben, diese Höhlenarchitektur, dass das eigentlich vielleicht die einzige Referenz wäre auf die Architektur eben in solchen Wüstengegenden. Ne? Weil wenn man jemals in der Wüste wäre, merkt man, okay, da sind die Häuser sozusagen wie Höhlen, weil man sich vor der Sonne schützen muss die ganze Zeit. Da kommt nur ganz wenig Licht rein, irgendwo oben oder so, weil eh zu viel Licht da ist. Man möchte die Sonne nicht. Man möchte sich von der Sonne abschirmen. Ja, absolut. Das ist wahrscheinlich auch dieses Plaza war auch ein relativ spätes Ding schon. Ja, und auch, ich sag mal, die Entwürfe für die Region sind ja qualitativ auch sehr unterschiedlich. Ne? Da gibt es, ich sag mal, Architekten, die wirklich was wollen. Master City beispielsweise, da wollte man was. Es ist eigentlich traurig, dass das nicht so realisiert wird, obwohl die Gelder da sind. Und das ist sicherlich eine andere Qualität, die wahrscheinlich auch mit sowas arbeitet. Aber trotzdem als Beispiel, wie mit so Brüchen umgegangen wird, das möchte ich kurz erzählen, und zwar dieses Palm Island, diese Insel, diese Palm Jumeirah, die wurde verkauft am Anfang als ein utopischer grüner Eskapismus, also dieser klassische Sandstrand, und ich sitze am Sandstrand, ne? Irgendwie so Palmen und überall und alles grün. Und dann sind mehrere Investoren eingestiegen, unter anderem auch die Trump Foundation, die einen interessanten Entwurf abgeliefert hat, wie dem auch sei. Und diese Insel wird immer mehr verdichtet, also von den Gebäuden her. Und wenn man heutzutage da ist, ist diese ganze tropische Insel einfach eine wirklich profane Reihenhaussiedlung, die wahnsinnig dicht bebaut ist. Also es ist perplex. Nichtsdestotrotz in den medialen Präsentationen, ja, ist diese Insel immer noch das grüne Traumparadies. Und es sind die Bilder davon tauchen auf, wenn die gar nicht mehr mit der Realität übereinstimmen. Und das Interessante ist,
einige Architekten benutzen dann diese Bilder, wenn sie etwas für die Insel planen wollen, als Grundlage, als die Realität. Ja? Also die Realität dieses Palm Islands ist irgendwie so, weiß ich nicht, so an die Seite gedrängt und das mediale Image, das Simulacrum schwebt durch die Welt, wenn man so will. Und dann hatten Sie noch die dritte Frage, ich gehe die einfach jetzt mal so durch, mit den Planstätten. Ja, das sind natürlich nicht die ersten. Also die Geschichte der Planstätte ist lang, wenn das nicht sogar der Stadt an sich irgendwo schon so ein bisschen inhärent ist. Ne? Also nichtsdestotrotz finde ich den Modus, der innerhalb dieser der Städte der Emirate deutlich wird, sehr spannend, weil er nämlich, glaube ich, etwas über die gegenwärtige globale Architekturproduktion sehr deutlich macht, was man in vielen sieht. Ich habe ja nicht umsonst am Anfang den Media Architecture Complex angesprochen und dann das Disney Castle gezeichnet. Es war ein bisschen überspitzt, aber tatsächlich ist die Elbphilharmonie in der gleichen Logik gebaut wie das Cinderella Castle. Ja, das ist die Logik, die Rem Koolhaas mal als das Ikonische und das Generische bezeichnet hat und die davon lebt, dass in der Mitte oder im Zentrum der Aufmerksamkeit ein Bedeutungsträger steht, ja, der einen Nimbus oder eine Atmosphäre erzeugt, ja, und drumherum das Generische ist, was sozusagen davon partizipiert. Ja, das wäre im Fall von Dubai Downtown, Burj Khalifa, in der Mitte steht der Turm, unglaublich teuer, tolle Architektur, auch, muss man auch sagen. Ja, drumherum stehen aber, also abseits der Atmosphären, die dann auch noch kommen, aber den äußeren Kranz bilden quasi Massen an an Wohntürmen, ja, wo man sich sein Apartment mieten kann, die eigentlich keine Qualitäten haben und wo man nur auf diesen Turm kommt. Aber ist es nicht, wenn ich da, ist es nicht ein bisschen ungerecht gegenüber der Elfi, sie jetzt mit dem Disney-Castle zu vergleichen? Weil ja, das ist ja, also das Spannende ist ja, dass die Architektur da tatsächlich aber mit den technischen Bedingungen arbeitet. Also sie verstellt ja nicht, dass es ein Hightech-Gebäude ist. Im Gegenteil, mir scheint, dass es sehr ausstellt, eben dieses KI-generierte, ne, teilweise Oberflächen und so weiter, dass das auch mit einer der Gründe war, wieso mein Bruder lebt in Hamburg, deswegen kenne ich so die Geschichte dann. So, ne, also dass genau das auch ausgestellt werden wollte, ne? Hamburg als diese Hightech-Innovations-City, ne, und nicht eine traditionelle, nicht so ein Eiffelturm da bauen. Mhm. Ja, aber die Mechanismen. Der war natürlich damals, der Eiffelturm, ein Hightech. Ich wollte gerade sagen, das war hart umstritten auch damals. Ne? Ist ja der Archetyp für das. Also ich glaube, in China stehen mit. Nicht Neuschwanstein, das wäre das richtige Beispiel. Nein, aber man muss sehen, was ich damit sagen will, ist, dass die Elbphilharmonie folgt auch einer Logik. Natürlich ist das ein Icon, aber es heißt ja Elbphilharmonie. Und die Philharmonie ist innerhalb des Gebäudekomplexes ja gar nicht der größte Teil. So, das ist im Kern ist eine Philharmonie und das große Hauptteil des Gebäudes sind Wohnungen, die verkauft werden und ist ein Hotel. So, das muss man sehen und wenn man ehrlich wäre, würde man sagen, das ist ein Hotelbau mit einer Philharmonie drin, die ohne Frage sehr gut, also das steht nicht aus, aber es ist halt eine Mischnutzung sozusagen, wo in der Mitte etwas Ikonisches ist und drumherum das Generische, ja? Nämlich das Generische der Wohnung, das Generische der Hotels. Und das ist schon ein Modus, so meine ich, der jetzt nicht alles dominiert, aber der vielfach anzutreffen ist in der Gestaltung von Städten, nämlich eine Vereinheitlichung der Lebenssituation, der Wohnsituation, die dann dadurch aufgefangen wird, dass man sozusagen einen ikonischen Sinnträger generiert oder erzeugt, der, ich will es nicht sagen beseelt, aber der die Atmosphäre überträgt auf diese Situation. Das ist beispielsweise etwas ganz Banales, das gibt es ja auch schon länger in der architektonischen Atmosphäre. Man geht in eine Pizzeria, eine günstige Pizzeria, ja, und ist alles ganz furchtbar, aber dann hat irgendjemand hinten so ein Venedig-Bild drauf gemalt und ne, dann soll sich das so scheinbar übertragen. Das ist so dieser, wie die Architecture-Komplex, das habe ich schon gesehen. Aber Entschuldigung, ich hatte Sie unterbrochen, Sie haben noch über die Planstädte und das Besondere an Dubai. Ist genau dieser Faktor. Also ist genau dieser Faktor, dass immer in der Mitte sozusagen etwas Ikonisches entsteht, was einen bestimmten Nimbus hat und was sozusagen dann aber auf das Generische ausstrahlt. Beispielsweise, das, was mir gerade einfällt, auch der Louvre in Abu Dhabi.
Ja. Genau, ist ja Hochkultur, absolute Hochkultur, weil groß umstritten auch in Frankreich, wie kann man jetzt das alles und überhaupt? Und dann gab es da eben wahrscheinlich irgendwelche Waffendeals und weiß der Geier, wie es immer so läuft. Nichtsdestotrotz wird der Louvre gebaut und der Louvre ist das Icon, was sozusagen ein Sinnträger irgendwo ist. Und was ein tolles Gebäude ist, also als Architekt muss man sagen. Nichtsdestotrotz ist der Louvre nur der Teil eines größeren Zusammenhangs stadtplanerisch, weil drumherum finden wir wieder die generischen Wohnklötze, ja, die sozusagen davon partizipieren, dass sie auf den Louvre gucken. Ne? Und das ist und die Architektur wird damit schon ein Baustein eines Sinnzusammenhangs, der sich dann dabei darin scheinbar manifestieren soll. Es wäre sozusagen eher ein Rückschritt gegenüber den modernen Planstädten, die eben nicht, also ich kenne mich da wirklich nicht aus, ne, aber die, glaube ich, nicht damit gearbeitet haben mit jetzt eben so einer Ikone, sondern wo es wirklich darum ging, einfach ganz rational, eben modern, futuristisch eine Stadt zu planen als Ganzes. Ja, und nicht sozusagen eine romantische Vision einer Stadt, sondern nein, das sollte im Gegenteil, ne, wie so die Wohnblöcke von Corbusier, nicht absolut keine Schnörkel und keine irgendwie Sinnzusammenhänge und so, sondern sollte einfach nur genau praktisch die Funktion erfüllen, die eine Stadt erfüllen muss. Und ja, dass das planbar ist, perfekt planbar. Ja, das ist ja, ich sag mal, diese objektivierter Ebene eigentlich erstmal, die ja sagt so, wir nehmen die Stadt und machen erstmal die Räume klar, also im Vergleich zu vorher, wo alles durcheinander war, das wird ja heute gerne auch romantisiert, ne, so die mittelalterliche Stadt und so. Ich habe kurz, was mir einfällt, kurz eine Diskussion irgendwie im Fernsehen gehört, wo es dann auch darum ging, wie schön das doch war, als noch im Hinterhof die Handwerker waren und da ihre Fabriken hatten, wo ich auch nur denke, ja, wahrscheinlich ist das schön, jeden Tag um 6 Uhr morgens. Kommt drauf an. Ne? Nein, also das, genau, um zu sagen, diese Trennung halt quasi der objektiven Zonen sozusagen und die klare Schaffung von Räumen. Aber bei Le Corbusier ist ja auch das Interessante, dass sozusagen der Mensch, ja, Le Corbusier hat ja abseits der Mathematik auch ja schon so eine philosophische Ebene, wo er auch sagt, das sind auch Meditationskammern für den Menschen irgendwo. Also wo er quasi, was man immer davon halten mag, aber wo der Mensch sich selber finden soll. Ja, also man schafft objektive Räume, lässt aber platt gesagt den Menschen als solchen sich selber, ja, also was immer er damit macht. Und was wir halt in diesen Media-Architecture-Komplexen sehen, ist halt schon die Einbeziehung des individuellen Selbst, das in den Räumen ist. Ja, also dessen Weltwahrnehmung und Selbstbild irgendwie schon beeinflusst werden soll. Ob das funktioniert oder nicht, ist eine andere Frage, aber dass da schon, also das ist so ein Zusammenmischen von Objektivität und Subjektivität. Ja, mir scheint eigentlich der Blick auf die eben diese Brüche und die störenden Momente interessanter als sehr auf die Ikone. Also mir scheint, dass man da mehr erfährt, eigentlich, wenn man sich die Sachen anguckt. Genau das, was Sie gesagt haben, mit dass schon die einzelnen Ebenen von Planung und was dann tatsächlich gemacht wird, was dann damit passiert und all diese verschiedenen Schichten, die nicht übereinander sozusagen zulagern sind und die nicht am Ende aufgehen in einem Bild, ne? Genau wie es dann gezeigt wird. Funktioniert aber nicht. Niemals. Never ever. Ne? Wird das, ja, auch das überhaupt nicht. Ne? Und da scheint mir sozusagen so ein großes Potenzial, da mehr drüber zu verstehen, wieso diese Stadt so geplant wird und was da eigentlich für Akteure oder Mittlatur, eher gesagt, für einzelne sozusagen Agenten im Spiel sind, wo wir, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei dem Blick auf diese Ikone dann doch ständig diese Subjekt-Objekt-Perspektive eingezogen wird, weil es immer eben das Subjekt ist, das dem diesem Turm oder was auch immer eine bestimmte Bedeutung zuschreibt, ne? Was das Objekt aber an sich, das hat ja keine Handlungsmacht. Wenn ich dem das nicht zuschreiben würde, mit Hilfe alles anderen, würde es überhaupt nichts machen. Ja, und mir scheint eher, aber das ist doch eben die, meinetwegen auch sowas wie der Sand, doch eine Handlungsmacht hat, nämlich indem er einfach oft auf die Dinger draufkommt und die begräbt, meinetwegen. Und dann egal, was man da konstruiert, was man für Bilder schafft, aber der Sand kommt.
Ja, ja, da kommt auf jeden Fall. Das ist der Sand im Getriebe. Ne, und plötzlich hat man da sozusagen etwas Objektives, was aber zu einem quasi subjektiven Akteur wird, weil es eingreift in dieses, wie der Zusammenhang funktioniert, wie der Kontext überhaupt sich aufbaut und wieder zerstört wird. Ne, und ständig immer aufgebaut und wieder zerstört wird. Ne, also ich muss sagen, ich finde genau diese Momente, ne, so den Sand, ganz bildlich gesprochen, an diesem, an dieser Betrachtung eigentlich das Spannendere als die, als den Burj Khalifa. Ja, 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 absolut. Man muss halt immer sehen, es ist, was ich ja auch am Anfang meinte. Man darf nicht sehen, dass das ja alles so ein Top-Down irgendwie, da wird was in die Welt gesetzt und dann stehen alle Menschen davor und so. Es ist, was ich auch meinte mit dem Wechselspiel, es ist ein Prozess der Aneignung oder der Ablehnung oder wie auch immer. Es kommt ja immer von beiden Seiten. Ne? Und daran unterscheidet sich das auch. Das ist ja, und das, was ich meine, das ist ja gerade das Spannende. Ne? Also es ist ja kein statisches Ding, es ist ja ein permanenter Akt, der wie eigne ich mir die Welt an, wie möchte etwas, dass ich mir die Welt aneigne, wie möchte ich, dass ich mir die, also das sind ja, es ist ja quasi ein Kräftedrücken, ja, ist vielleicht so zu aggressiv ausgedrückt oder halt ein Wechselspiel irgendwo. Ne? Ich gebe Ihnen da völlig recht, die Brüche werden vor allem dann spannend, finde ich, aber wenn man sieht, wie versucht wird, mit den Brüchen umzugehen. Mhm. Also wenn versucht wird, sozusagen den Bruch zu kaschieren oder auch nicht. Ja. Und da werden die Intentionen spannend und auch dieses Zusammenwirken der ganzen unterschiedlichen Einzelintentionen, die da sind. Also wir reden ja von einem unglaublich dispersen Feld. Ja? Also das ist ja nicht dieses, der Scheich sagt irgendwas und dann wird da gebaut. Oder das ist ja ein ganz ein unglaubliches, mannigfaltiges Wechselwirkungsfeld, ja, dass da irgendwas entstehen lässt. Ja, und ich schätze genau in Dubai eben, wo ganz viele Interessen zusammenkommen, ne, der Mächte, die da beteiligt sind, direkt oder indirekt. Mein Gott, diese hier, das ist auch Media Architecture. Ja. Haben wir gelebte. Alle Räume mittlerweile, ne, agieren auch selbst in einem. Genau, das war noch eine Frage, die ich gerne stellen wollte, weil Sie das erwähnt haben, eben diese Technik, ne? Dass die da eigentlich diese Infrastruktur, die da gebaut wurde, das muss ein hochkomplexes Unternehmen sein, da eine Infrastruktur zu schaffen, sozusagen auch der ganz basalen Sachen wie Elektrizität und Wasser und Strom etc. und dieser Zusammenhang. Ich schätze mal, das ist auch sozusagen so ein technisches Experiment in dem Sinne, oder? In Dubai. Oder die Herausforderung recht groß, da sozusagen künstlich auch anderes Klima zu schaffen. Und einen europäischen Raum zu kreieren in der Wüste. Also ich würde einfach noch mal gern was über diese technischen Gimmicks hören, die da erfunden wurden oder eingesetzt. Ui, das ist mannigfaltig. Also man muss natürlich schon sehen, die Prozesse, die da gebaut werden, sind natürlich technisch schon das Beste, was man für Geld kaufen kann, sage ich mal so ein Stück weit. Also gerade der Turm des Burj Khalifa, das war ja eins dieser ersten Röhrentürme sozusagen. Ne? Also wir sind nicht in die Technik zu weit rein, aber es ist ja, die Höhe ist schon beeindruckend, das muss man sagen. Und es hat schon eine Körperlichkeit. Also wenn man unten steht und hochguckt, das ist schon, also das wirkt körperlich. So. Und ist natürlich technisch beeindruckend, weil es so ein Röhrenelement ist. Ja? Und wo man sich natürlich auch fragen muss, wo es dann irgendwann bricht, weil die Schwingungen beispielsweise im Turm sind enorm. Also man merkt das deutlich, wenn man ganz oben ist. Und auch die Aufschüttung der Inseln, das sind alles, das stimmt schon, technische Meisterleistungen. Aber es sind halt keine Leistungen, die stehen bleiben. Ja? Also die ganzen Inseln sacken alle ab. So, die müssen permanent, muss dann nachgekippt werden und so weiter. Und das ist alles eine Leistung, die ohne einen sehr hohen Energieinput, den man reingibt, ja, nicht stehen könnte für sich alleine. Das ist das Problem. Also man muss permanent sozusagen das erhalten, weil es sonst zerbricht irgendwo. Ja. Und deswegen ist es ja auch, finde ich, nach wie vor ein bisschen schade. Master City zum Beispiel, tolle Konzepte und das, was von Master steht, es steht in der Mitte so eine Universität im weitesten Sinne, so
sind viele, viele Elemente und viele gute Sachen, was auch funktionieren würde, was auch sowas aufgreift. Aber halt in so eine Richtung wird in der Regel wenig gebaut. Das muss man so sagen. Und es ist wirklich eher ein Technikeinsatz. Ja. Nicht dann eher Klimaanlagen. Aber das finde ich super spannend, diesen Aspekt von, dass es eigentlich so eine temporäre Architektur ist auf eine Art und Weise, weil das ständig erhalten werden muss, wahrscheinlich auf eine eben viel stärkere Art als jetzt in anderen Gebieten. Klar, sowas wie Venedig muss man natürlich auch immer irgendwie aufrechterhalten, dass es nicht komplett sinkt. Oder in Hamburg, ich weiß, diese Eichenpfeiler, die da wohl in der Altstadt sind, das ist schon seit Jahrhunderten und eben als Holz, aber, also das habe ich nur gehört, als Holz eben immer noch, weil sie durch das Wasser irgendwie, durch die chemischen Prozesse und so hart geworden sind, dass es immer noch funktioniert, also dass man sie nicht austauschen muss gegen jetzt Beton oder irgendwas. Also dass sie im Wasser stehen, diese Pfeiler aus Holz, so das geht. Und also das ist so etwas, was über Jahrhunderte, wo sich eben in der Korrespondenz von den materiellen Bedingungen, die da waren, und einer Planung etwas ergeben hat, was eine bestimmte zeitliche Stabilität hat. Und in Dubai scheint es ja diese zeitliche Stabilität doch was sehr Prekäres zu sein. Definitiv. Ne? Aber das ist das Beispiel, Venedig kommt ja nicht von ungefähr, nenne ich mal, ne? Weil es hat ja eine gewisse Ähnlichkeit zu dem, wie die Städte ja sind. Venedig ist ja auch so ein Archetypus für eine Stadt, muss man vorsichtig formulieren, aber deren Hauptlogik sich ja eigentlich aus so einer Art massenmediales Ding speist, nämlich dieses Venedig. So, wenn man vielleicht, also wenn man das jetzt im europäischen Kontext verlässt und auch den asiatischen mal geht, was jeder kennt und wo man dann vielleicht einmal für eine halbe Stunde mit dem Bus durchfährt, ein Foto macht und dann, also anders, die Stadt ist wie eine reale Manifestation eigentlich dieser medialen Sinneindrücke, die man vorher in Medien sieht. Und dann ist man da und sieht, aha, es gibt es in Wirklichkeit, dann gibt es auch die Narrative und alles in Wirklichkeit, ja. Und dann ist es ein Stück weit gut. Das ist ja nicht unähnlich. Der Begriff der Ikone kommt ja nicht von ungefähr. Er hat ja nicht von ungefähr diesen christlichen, diesen Hintergrund der Manifestation von etwas. Und bei den Städten, wie gesagt, es ist in Dubai, muss man, glaube ich, auch sehen, dass das eine Stadt ist, die wesentlich gebaut wurde, um da zwei, drei Tage, oder so gebaut, wo sie wie ist, um da so zwei, drei Tage zu sein, als ein Place, der sozusagen einen Aufenthalt für den Flughafen erzeugt. Ja, also das ist der wesentliche Faktor da, dieser Flughafen auch für das Land, der das Land auch ein bisschen sichern soll zwischen diesen beiden großen Machtblöcken, die es gibt. So, das ist so dann die politische Ebene. Und nichtsdestotrotz, es ist halt wie so eine große Raststätte scheint es. Ja, das wäre jetzt die etwas. Ja, aber ein Stück weit. Es ist mehr natürlich als das. Aber auch, ne, ich habe nur dran gedacht, weil so viele Flüge, ne, natürlich in Dubai, und man kann umsteigen auf ganz viele. Also ist es auch so ein Flugkreuz geworden. Total, das hat funktioniert. Durch diese Infrastruktur, die da gebaut wurde. Ne? Also man kann sozusagen schon sehr viel bewirken und darin ist Architektur ja immer ein Medium. Ne? Man baut da einfach einen riesen Flughafen. Das heißt, es werden mehrere Fluglines angezogen und das heißt, Routen werden verlegt und mehr Leute kommen einfach in diese Gegend, in die sie nicht kommen will. Also durch einfache Eingriffe quasi werden da nochmal ganze Flüsse, ökonomische Menschenflüsse und so weiter geregelt. Aber das haben sie ja auch gezeigt, ne? Das genau darum geht es ja auch bei Dubai, um eine Touristendestination erschaffen, sozusagen aus dem Nichts, nichts gestampft. Und jetzt gibt es sie und sie ist präsent, ne? In verschiedenen Kontexten, im Verbund von Bildern und von Geschichten und von Berichten. Ja, naja, ich gucke immer wieder hier auf die, ob es noch Fragen gibt. Wir könnten uns jetzt irgendwie nett hier unterhalten, aber. Ja, ich denke, ich habe gerade das Gefühl, solange ich gerade die Eins nehme. Genau, aber irgendwie sind auch schon die letzten Kolleginnen abhandengekommen. Es ist spät. Ja.
Waren denn überhaupt Zuschauer beim Vortrag? Ich weiß jetzt gar nicht. Ja. Vorher waren 7 Leute, glaube ich, da. Und genau, aber jetzt sind wir nur noch mit einem Zuschauer. Ne? Deswegen glaube ich, wenn es nicht jetzt noch Fragen gibt oder Kommentare, können wir einfach schließen, früher Schluss machen.